Geht problemlos hinein. Alle Pferde startklar. Zweites Rennen. Und Boxentüren auf. Der Preis der BMW Niederlassung Düsseldorf an der 1400 Meter Position auf die Reise geschickt. Und Charin zieht hier gleich nach vorn mit Rosa Rot. Gennaro dahinter, dann Campitello und Forgino zunächst mal am Ende des Feldes. So geht es auf Ende der Kastanienallee zu in den Bogen hinein. Rosa Rot führt vor Charin, Campitello dahinter, dann Gennaro außen und etwas zurück mit zwei Längen. Aber nicht zu weit weg. Forgino, der die anderen vor sich hertreibt. Es geht den Berg hinauf. Rosa Rot vor Charin, Campitello, Gennaro und Forgino ist die unveränderte Reihenfolge. Stefanie Hofer also mit Rosa-Rot an der Spitze, dahinter Charin außen und Martin Seidel in der Lauerposition, dahinter Campitello und die nächsten sind Gennaro vor dem letzten Pferd Forgino. Das fällt jetzt eingangs zum Schlussbogen und Rosa-Rot bedrängt von Charin. Charin setzt sich hier neben Rosa-Rot eingangs zur Geraden, dahinter ist auch Gennaro in Position, Campitello weiter innen und Forgino versucht es nun vom letzten Platz. Es geht am Übergang 400 Meter vor dem Ziel. Charin nun nach vorn. Charin führt und hat jetzt Forgino als Gegner, der außen mächtig aufzieht. Gennaro dahinter sucht Platz, muss noch warten jetzt hinter Forgino, der nach vorne zieht. Forgino, Gennaro innen, ist aber auch Charin noch dabei, aber Forgino ist hier vorne und wird souverän gewinnen im zweiten Rennen. Forgino siegt, Charin auf Rang 2, dahinter Gennaro und Campitello, dann Rosa Rot. Und der vorläufige Richterspruch zum zweiten Rennen. Im Preis der BMW Niederlassung Düsseldorf siegte mit der Programmnummer 1 der dreijährige Hengst Forgino. Auf dem zweiten Platz die 5 Charin und auf Rang 3 die 2 Gennaro. 1, 5, 2 und auf dem vierten Platz die 3 Campitello. Ja, ein Sieg also für Adri de Vries und Trainer des siegreichen Pferdes ist Toni Potters in großen Kneten, Edith Jörgensen ist die Besitzerin und Forgino gewinnt sein zweites Rennen in diesem Jahr beim vierten Start, der bisher zweite Erfolg in dieser Saison.